Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, wir stehen hier gerade vor einer großen Herausforderung. Kein Plan, wie wir den Turm machen sollen. Ist nirgendwo Gras, wo ich mich ducken kann. Wo ist der Große? Ich muss den Turm loswerden. Durchbruch. Durchbruch habe ich ja mega. Ich habe eine Idee, wie wir das angehen können. Ich habe eine Idee, ich versuche es einfach. Habe ich hier irgendwo einen Busch, wo ich mich reinducken kann? Nein, ne? Und er hat uns gesehen. Das ist ja mal mega. Hier sollte er uns eigentlich rein theoretisch nichts sehen. Ich muss zum Turm. Okay. Ich kann den nicht einfrieren. Gut zu wissen. Ja gut. Kein Plan, wie wir das angehen sollen, aber wir nehmen es einfach mal in Angriff. Schwachstelle ausnutzen. Oh! Schwachstelle ausgenutzt. Schwachstelle ausgenutzt. Über 50 erreicht. Ja, danke, danke, danke. Das ist sehr nett von dir. Nächste Schwachstelle. Mehr Bärli. Was, der hat... Noch gar nicht versucht, sich zu reparieren. Ich meine, so weit kommt es noch. Der regeneriert sich ja wirklich. Oh Gott. Runter, 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 runter. Munition, Munition. Oh Scheiße. Oh shit. Oh shit. Geh nochmal eine Schwachstelle zu oder so. Das wird dir nichts, wenn du mir keine Schwachstelle zu willst. Interesse! Hilft doch was! Ne? Schau! Nimm mir deinen fucking Tank zu, ja genau der! So, Turm ist down! Nur noch das Bärli da oben. Das Wüste. Ja, ich sag, geil, danke, danke. Ja, ist okay. Erledige den Frost, die Frostklaue. Das ist optional. Ich sehe da keine Option gerade, die nicht zu erledigen. Soll ich weglaufen oder was? Das wäre doch voll feige. Das Gute ist, jetzt regeneriert der Dulli auch nicht mehr. Oh shit! Oh nein! Ist egal, du reagierst auf Flammenschaden. Was wir mal aussitzen. Oh shit! Lass das mal bitte! Lass das mal bitte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott!
Munition machen, Munition craften. Wir haben nicht mehr viel Munition. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir auch noch verfehlt. Lauf, lauf. Ey Leute, ey Leute, lass das. Gott! Der übertreibt! Der übertreibt! Der übertreibt! Lade mal bitte drei. Der übertreibt! Da hast du es dann auch mal! Baller dich so zu mit Flammenpfeil, ich sag's dir! Baller nochmal drei rein, bitte, danke! Gott! Oh. Hey Leute, drei Pfeile bitte, sonst wird das gar nichts heute mehr. Ich hab verfehlt, ernsthaft? Gleich ist er am Burnen. So. Die Tür brennt. Gott, wie willst du denn so einen Typi down kriegen? Hier, nichts hier, der Pfeil, gehärteter Pfeil. Wenn, dann fangen wir mit richtigen geschossen haben. Gott. Hat der vielleicht irgendeine Rüstung, die ich wegsprengen kann? Das Problem ist, ich kenne diese Maschine überhaupt nicht. Ja gut, der hat gesessen. Der hat gesessen? Wirklich? Okay, da gehen wir mit Implosionsbomben ran. Das Teil eskaliert ja richtig. Ey Leute, drei Pfeile bitte. Hi! Und ciao! Nein, da habe ich was gegen. Tut mir leid. Wir können gern später kuscheln, aber nicht jetzt! Ja! Der hat gesessen! Ach Scheiße! Ach Scheiße! Das ist der wenigstens schöne Eiseffekt drauf. Das ist doch auch wieder mal was Schönes, oder? Das war's mit dir, Diggi! Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urea. Oh Gott. Dafür muss ich klettern. Oh, 20, plus 20% Speerschadenspule. Gut. Kann ich den Speer modifizieren? Das hat mir nicht mal einen Speer angezeigt. Ich modifizieren könnte. Im Inventar wird mir angezeigt, aber ich kann ihn noch nicht modifizieren. Wahrscheinlich braucht man erst diese Schiene, von der uns der eine Typ erzählt hat, um das zu modifizieren. Aber finde ich schön, dass wir jetzt endlich auch dieses Teil hier geschafft haben. Hat ja lange genug gedauert. Dann müssen wir weiter den Berg hier hoch, ne? Wahrscheinlich hätte man auch einfach auf den Typen vorbeilaufen können. Das wäre rein theoretisch wahrscheinlich auch gegangen. Okay, hier geht es anscheinend nicht hoch. Wir brauchen wahrscheinlich einen anderen Weg. Na komm, rutsch runter, Alter. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ja, du bist alt geworden, Alice. Tut mir leid, dir das zu sagen, aber du bist einfach alt geworden. Das ist einfach so. Sieh's ein. Alt und faltig. Ich darf nicht Elo beleidigen. Elo ist eine coole Sau. Wo muss ich denn weiter? Ich hab rausgesucht. So ein fucking langer Kampf, kann das sein? Da sollte ich hochkommen können. Das war ein fucking epischer Kampf. Also hat mir gefallen. Also. Es ist von der neuen Maschine, aber wenn man weiß, dass man zuerst die Rüstungen wegsprengen muss, damit man ordentlich Schaden macht, dann ist es gar nicht mal mehr so schwer. Hätte ich von Anfang an gewusst, wäre es besser gewesen. Andere Maschinen fallen mir leichter, weil ich weiß, wie ich die angehen muss. Und jede Maschine hier braucht wirklich eine eigene Taktik. Und das ist auch das Schöne an dem Spiel. Sich für jede neue Maschine eine neue Taktik einfallen lassen, um die zu bezwingen. Ansonsten beißt man einfach ins Gras. In diesem Spiel funktioniert das einfach brutal draufballern. Das funktioniert hier einfach in dem Spiel nicht. Nee, man braucht hier Strategie. Strategie können und auch ein gutes Gedächtnis, nicht zu vergessen, was eine Maschine anmacht und was auch nicht. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Darüber, ne? Den Sprung schaffe ich doch, oder? Oh Gott! Ich diese Sprünge hasse. Oh.
Komm schon, ich muss doch irgendwie hochkommen. Sind wir so weit gekommen? Komm schon, hoch hier. Das muss das Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Oh. Ich bin mir etwas blau gehört. Ein Stück! Ich brauch 10! Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Extrem starke Rüstungen. Können nicht alle Kristalle hier mitnehmen? Warum nur ein Stück? Das ist doch assi. Ich will alle. Ich brauch das. Das Banuk-Zeichen. Oder besser gesagt auch das Frozen Wilds-Zeichen. Das ist das Frozen Wilds-Zeichen, natürlich. Ist das auch das Zeichen der Banuk? Ich denke schon. Schön. Gefällt mir. Ist hier noch irgendwo Blauglanz, bitte? Sehr kalt. Ja. Eindeutig. Hier ist es kalt. Fucking kalt. Hier ist nochmal Banuk-Zeichen. Ich sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme seine Treppe. Dem besser die Treppe. Ist eine gute Idee, ey, Leute, bin ich ganz bei dir. Wir sehen auch, diese Treppe wurde nicht von der Banuk erbaut, sondern von den Alten. Ein altes Tor. Ja. Vielleicht ist Urea dort. Das ist ein Tor der Alten. Ich wusste, dass wir hierher zurückkehren. Ich wusste es einfach. Ja. Sind wieder in einer Ruine der Alten, das finde ich. Ja, Banuk-Zeichen, auch schön. Was ist das denn? Vielleicht das nicht. Kann ich das nicht. Hä, kann ich das nicht lesen oder so? Ach, so ging das. Alles klar. 10. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares. Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Tu das mal, mein Lieber. Ich weiß nicht, wer du bist, aber es ist interessant, sich immer die Datenports von der alten Zivilisation anzuhören. Denn wenn ihr Arme Ausrüstung. Was war das hier? Das werden wir herausfinden. Also wenn ihr nicht wisst, was es mit den Alten auf sich hat und so weiter, guckt einfach die alten Foren dieses Let's Plays. Ich will jetzt hier nicht auch mal alles erklären. Das wäre für die Zuschauer, die es damals geguckt haben, ein bisschen umständlich. Und deswegen guckt euch einfach die alten Folgen an, wenn euch mehr von dieser Story hier interessiert. War schön, dass so ein schönes Banuk-Zeichen. Finde ich schön. Passt jetzt zwar nicht rein in diese ganze Industrialisierung, aber... ja, ich habe jetzt nichts gegen, ne? Auch wenn hier alles vollgekristelt ist. So, sind wir jetzt im Hauptsaal. Gibt es jetzt das Hauptgericht oder was ist das hier? Das sieht aus wie eine Arena. Was ist das denn? Verschlossen. Vielleicht kann mein Fokus helfen. Mhm. Brandschutztür. Verstärkt. Verschluss. Integrität. Erhalten. Hm. Ich kann mit jetzt was machen, nee, ne? Führt davon ein Strahl weg oder so? Ja, hier führt eine Leitung weg. Nee, das ist keine Leitung. Die Tür ist mit irgendwas hier drüben verkabelt. Ist das ein Code oder so? Da lang. Okay, kriegen wir hin auf jeden Fall. Komm ich da denn irgendwo rein? Kann ich das einfach umhauen? Einfach das Glas zersprengen? Nein, das Glas kann ich nicht zersprengen. Schade, schade, Schokolade. Okay. Hier würde ich rein theoretisch reinkommen. Nee, hier bin ich falsch. Oder sind wir von da gekommen? Nee, wir sind von da hinten gekommen, oder? Natürlich sind wir von da hinten gekommen. Dann gehen wir natürlich hier weiter. Guck mal, was hier auf sich hat. Auch ein paar Datenports. Sieht aus wie so ein altes Militärlager. Ist auch wieder so ein Code. Aber das betrifft uns irgendwie gerade nicht. Kann das sein? Werden Sie aber mal gründlich umsehen. Und irgendwie werden wir da schon hinkommen, wo wir hinwollen. Also von dem her habe ich da keine Befürchtungen, dass wir das schaffen. Hier ist eine Leiter. Die jetzt nichts führt. Es ist keine Leiter. Alles klar, sah nur so aus wie eine Leiter. Finde ich okay. Bin ich mit einverstanden. Aber ich gerade überhaupt keinen Plan habe, wo wir hin sollen. Sind wir von hier gekommen? Sind wir von hier gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Sind wir von hier gekommen oder vom anderen Eingang? Sieht alles so gleich aus hier, Mann. Nee, von hier sind wir nicht gekommen, oder? Nee.
Das ist ein endloses Labyrinth hier. Was soll das? Das ist ja mega assi. Ich glaube, das ist mega assi. Ich glaube, ich fühle mich verarscht. Lauf doch bitte um die Säule. Danke. Oh, guck mal da. Ein Datenport. Noch eine E-Mail von meiner Schwester. Ich hatte kaum Zeit zum Denken oder Antworten. Oh, das Foto der Mädchen hat mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt. Jamie sieht so stolz aus in ihrem Pilgerkostüm. Ach, verdammt. Ich habe Thanksgiving noch nie verpasst. Die Chancen für Weihnachten? Ach, gleich null. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, dass ich all das nur zu Ihrer Sicherheit tue. Yep, wir hören uns das Teil immer an. Das ist wichtig. Es gehört zur Story und ich hoffe, euch interessiert es auch ein bisschen, so wie ich. Also so, wie das mir interessiert. Denn mich interessiert die Story hier wirklich. Also, ich bin so ein richtiger kleiner Story-Suchdieb. Ich komme da ja immer noch nicht hin. Okay, dann gehen wir jetzt wohl den Eingang, der wahrscheinlich dahin führt. Den wir, glaube ich, als erstes hätten gehen sollen. So, hier haben wir noch eine kleine Aufzeichnung. Schön. Nehmen wir auch natürlich gerne mit. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Mach das mal, du, ne? Mach das mal. Oh, hier ist ein Schacht. Ja. Du kannst dich gerne auch automatisch ducken, das wäre auch sehr freundlich von dir. Wieder so ein Zeichen. Diese Zeichen überall. Eigentlich könnten die einen nervös machen, aber nein. Bisschen verbuscht. Ist nicht weiter? Okay, dann gehen wir natürlich den Gang, der für uns vorgesehen ist, weiter. Was sind wir denn hier schon wieder gelandet? Das ist ja ein Labyrinth hier, du. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Oh Gott, Blevins. Aber Leute, da vorne scheint das Gerät zu sein, das die Tür darin öffnen könnte. Aber Leute, was ist mit dem Gerät da vorne genau auf sich hat, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Horizon Zero Dawn of Frozen Wilds. Ich verabschiede mich mit einem Real und sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mich jetzt ein kleines Kommentar da und auch eine kleine Bewertung. Ciao, Leute.